Renndatenkanal sehen. Frenzen sucht hier die Linie, wo weniger Wasser steht. Ist erstmal rechts neben die Fahrspur, da darf man eigentlich nicht fahren. Nur im Notfall, so sagt das Reglement von Monza. Ja, das ist mehr ein Auskundschaften, also nicht auf Zeit fahren. Immerhin zeigt er, dass die Strecke doch befahrbar ist, auch wenn das äußerst kriminell ist und natürlich ganz zu schweigen von der Gischt auf den langen Geraden hinter den Fahrzeugen. Frenzen und Irvine sind die einzigen beiden Piloten auf der Strecke. Es wird nicht lange so bleiben. Ich sehe immer wieder neue Fahrzeuge aus der Box kommen. Also die letzten 15 Minuten werden jetzt als Informationstraining wohl. Und natürlich Kontrolle, ob das die Fahrzeugabstimmung stimmt. Bei Frenzen habe ich nicht den Eindruck, dass er sehr viel umgebaut hat. Er hat schon ein bisschen mehr Heckflügel. Aber zum Beispiel Damon Hill habe ich vorhin gesehen, an seinem Auto sind Dreifachflügel montiert. Und das ist doch eher logisch für diese Wasserbedingungen. Auch Dinis ist jetzt herausgefahren. Eine ganz interessante Frage erreicht uns. Leider kann ich den Absender auf diesem Fax nicht erkennen. Bezüglich dieser